Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einem neuen Video. Heute basteln wir ein Osterei aus Holz. Ich habe das hier auf meiner Platte schon mal aufgemalt und die Maße sind 600 x 400 mm und 18 mm stark. Das Ganze bekommt man in einem Baumarkt. Und jetzt schneidet man die mit der Stichsäge aus. Ich habe das Ganze jetzt hier mit Bleistift aufgezeichnet. Bleistift deswegen kann man wieder wegradieren und auch schön überpinseln oder einfach mit dem Schleifpapier wieder abschleifen. Und ich lege das jetzt so schräg her, damit ich dann mit der Stichsäge meinen Bogen ausschneiden kann. Den oberen Teil hier benutze ich als Fuß. Da gibt es so Holzdübel, da werden dann Löcher reingebohrt und mit Kleber verleimt. Aber das mache ich erst zum Schluss, weil ich mein Ei bemalen möchte. Und da ist es gut, wenn man das noch schön auf den Tisch legen kann und dann nicht in der Luft stehen hat. Unser Ei ist jetzt fertig ausgeschnitten und geschliffen. Und jetzt werde ich das bemalen. Auch hier durch erst einmal mit einer Bleistiftzeichnung das vorzeichnen und suche mir hier die schönere Seite raus. Das wird dann die da werden. Jawohl. Und dann zeige ich euch, wie ich das bemale. Um den Schnitt präziser machen zu können, da das jetzt mit der Stichsäge passiert, fixieren wir hier eine Latte als Anschlag und Führung für unser Gerät. Na so. Wir 8er Holz haben, müssen wir unsere Dübel jetzt natürlich auch anpassen. Das sind jetzt 6er Dübel und hier haben wir zwei Zentrierbolzen, die wir dann für unsere Löcher brauchen. Stecken wir jetzt in unsere Löcher hinein. Und setzen dann unser Ei drauf. Somit wissen wir, wo wir die Löcher vom Ei dann bohren müssen. Was jetzt nicht, ob man das gut erkennen kann auf dem Video, aber hier haben wir zwei Dellen drin jetzt und da müssen wir quasi unsere Löcher bohren. So schaut es dann aus, wenn unsere Bolzen drin sind
Und jetzt schauen wir, ob die Löcher tief genug sind, damit unsere Bolzen verschwinden. Jawohl, so machen wir das. Nur zusammenleimen tun wir es jetzt noch nicht, weil ich das Ei, wie gesagt, erst bemal. Dann machen wir auf unsere Holzdübel an Leim drauf und verleimen das. Jetzt sind wir so weit, dass wir unser Ei beschriften und bemalen. Ich habe mir hier einen feinen Strich gezogen, damit meine Buchstaben nicht ganz so krumm waren. Hier schreibe ich jetzt vor mit einem Bleistift, das ich jederzeit wieder radieren kann, und habe mir mal schon was vorbereitet, was ich da draufsetzen möchte, nämlich dieses Huhn. Und das möchte ich da so unterm Ostern draufsetzen, so ungefähr die Größe. Und das untere werde ich dann farbig machen als Ei. Sei es mit Zacken oder Punkte oder einfarbig. Ja, das schauen wir, wenn wir das dann machen. Jetzt übertrage ich erstmal das Huhn und werde hier Ostern noch draufschreiben. Also frohe fehlt noch, Ostern habe ich schon. Das werde ich jetzt hier noch draufschreiben.
Zeitung.